Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Judy und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr eure Augenbrauen loswerden könnt, ohne sie abzurasieren. Für einige Halloween-Looks oder auch als Drag-Queen kann man vielleicht mit seinen eigenen Augenbrauen im Look nicht mehr so viel anfangen und muss die irgendwie verstecken und loswerden. Und bevor ihr es euch abrasiert, guckt euch dieses Video an, in dem ich euch zeige, wie ihr sie abdecken könnt mit ganz einfachen Mitteln. Falls euch generell Special Effect Make-up interessiert, abonniert gerne meinen Kanal, um all diese Videos nicht zu verpassen. Denn im September dreht sich bei mir alles um Special Effects Make-up, um Tipps und Tricks, damit eure Halloween-Looks im Oktober richtig cool werden. Jetzt geht's aber natürlich erstmal ums Augenbrauen abdecken und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir legen damit los, indem wir unsere Augenbrauen richtig sauber machen. Am besten nehmt ihr da auch keinen Make-up-Entferner für, weil da teilweise auch Öl drin sein kann und dann den Kleber daran hindert, gut an eurer Haut zu haften. Sondern vielleicht, wenn ihr habt, nehmt ihr einfach Reinigungsalkohol. Ich weiß, der ist austrocknend zur Haut, aber zum einen, wenn ihr das nicht allzu oft macht und zum anderen, wenn ihr eure Haut danach anständig pflegt, ist das auch nicht ganz so schlimm, wenn man das hin und wieder mal macht. Ich gebe den einfach auf so ein Wattepad und gehe dann damit über die Augenbrauen drüber. Wichtig ist dabei auch, gegen die Haarwuchsrichtung zu arbeiten, nicht nur mit, sondern in alle Richtungen alles Mögliche an Produkt rauszuholen, was noch drin ist. Und auch obwohl meine Augenbrauen abgeschminkt waren, ist trotzdem noch ein bisschen was runtergekommen. Zeigt also, dass dieser Schritt durchaus Sinn macht. Dann braucht ihr einen Spoolie und bürstet eure Augenbrauen einfach nochmal durch. Und dann können wir auch schon mit dem Abdecken beginnen. Für das Abdecken nehmt ihr so einen Klebestift, den ihr auch aus der Schule kennt. Wichtig ist dabei, dass er wasserlöslich sein muss, damit er sanft zur Haut ist. Meistens benutzen den ja auch Kinder in der Schule und schmieren ihn sich an die Hände und so weiter und so fort. Der ist also einigermaßen hautverträglich. Und zum anderen der Vorteil, wenn der wasserlöslich ist, kriegt ihr den beim Abschminken einfach mit Wasser wieder von den Augenbrauen runter. Diesen Klebestift nehmt ihr jetzt einfach und geht durch eure Augenbrauenhärchen damit durch. Ich fange gerne im vorderen Bereich an, denn es ist ganz wichtig, dass die Härchen wirklich von jeder Seite ein bisschen Kleber abbekommen. Das bedeutet auch, in diesem Fall gehen wir gegen die Haarwuchsrichtung, damit auch unter den Haaren Kleber ankommt. Wenn die erste Schicht gemacht ist, stehen die Haare wahrscheinlich wild in jegliche Richtung und dafür nehmt ihr einfach nochmal den Spoolie und breitet die Haare so aus, dass sie möglichst flach am Gesicht anliegen. Das bedeutet, dass ihr sie nicht in Richtung der Augenbraue kämmt, sondern so gut ihr könnt nach oben. Das nach oben bürsten und nicht in Richtung der Augenbraue stellt sicher, dass wir da nicht so einen riesigen Blob haben, da wo die Haare normalerweise liegen würden, sondern dass sie möglichst flach am Gesicht aufliegen und kaum auffallen, dass sie überhaupt da sind. Ich gehe mit einem angefeuchteten Finger auch nochmal über die Haare drüber und versuche die wirklich so platt wie möglich zu bekommen, falls auch noch so ein bisschen Kleber hochsteht, dass der wirklich richtig schön platt am Gesicht dran ist. Ein weiterer Bereich, der beim Augenbrauen abdecken schwierig zu verstecken ist, ist der Übergangsbereich zwischen Kleber und Haut. Und damit der nicht zu dick wird, gehe ich mit einem angefeuchteten Wattestäbchen an die Übergänge und versuche die so sauber wie möglich zu bekommen, den Kleber zu entfernen und notfalls so ein bisschen einen auslaufenden Übergang zu schaffen. Dafür könnt ihr zum Beispiel auch ein Make-up-Entferner-Tuch benutzen. Und nachdem das auf der einen Augenbraue gemacht ist, mache ich das auch auf der anderen, denn die Klebeschicht muss erstmal trocknen, bevor es weitergehen kann. Mit der ersten Schicht wurden die Haare am Gesicht fixiert und mit der nächsten Schicht stellen wir sicher, dass die Haare ihre Struktur sozusagen verlieren. Das Problem ist ja momentan, wenn man da drüber fühlt, ist, dass die Haare noch spürbar sind. Und die würden dementsprechend auch sichtbar sein, wenn man darüber Make-up aufträgt. Und damit das verschwindet, kommt jetzt noch eine Schicht Kleber drüber, um diese Haarwellen auszugleichen. Wenn ihr sowas habt, nehmt ihr euch am besten einen Spatel zur Hand und schabt etwas von dem Klebestift runter. Theoretisch könnt ihr dafür auch einen Pinselstiel benutzen, aber eine kleine Fläche ist halt einfacher als so ein runder Pinselstiel. Und die Klebmasse wird jetzt vorsichtig auf die Augenbrauen draufgeschmiert. Dabei geht ihr am besten in der neuen Richtung euer Augenbrauen auf dem Gesicht vor, damit ihr das Angeklebte ans Gesicht nicht wieder kaputt macht. Und mit eurem Werkzeug drückt ihr diese Schicht wieder so platt, wie ihr irgendwie könnt. Diese
Diesmal sind die Übergänge zur Haut logischerweise so ein bisschen unsanfter, sind teilweise Kleberbrösel auf der Haut gelandet. Deswegen ist es hier umso wichtiger, mit einem feuchten Wattepad oder auch gerne mit einem feuchten Make-up-Tuch die Übergänge zu entfernen und auszustreichen. Und weil ihr mit eurem Finger einfach mehr Gefühl habt als mit dem Spatel, kann es sinnvoll sein, den nochmal anzufeuchten und über die Augenbraue rüber zu gehen, um alles so ein bisschen glatter zu machen und die Oberfläche einfach ebenmäßiger zu machen, von Rillen und Hügeln und was weiß ich alles zu befreien. Wenn die vorherige Schicht getrocknet ist, kann es weitergehen. Wenn die noch so nass und glänzend ist wie auf dieser Seite, dann ist es noch zu früh. Wenn die so trocken ist und ihr anfasst und merkt, dass es nicht mehr klebt, dann ist es genau richtig. Ihr könnt den Trocknungsprozess übrigens auch mit einem Föhn beschleunigen, wenn ihr das möchtet, für die Ungeduldigen unter euch. Den Schritt der etwas dickeren Kleberschicht und des Ausgleichens der Haarstruktur müsst ihr jetzt so oft wiederholen, bis ihr nichts mehr spüren könnt. Da müsst ihr wirklich eurem Fingerspitzengefühl vertrauen, ob ihr noch Hügel spürt oder nicht. Bei einigen von euch, die etwas dünnere Augenbrauen haben, mag das vielleicht nach ein oder zwei Schichten schon der Fall sein. Bei mir, ich werde wahrscheinlich eher so drei Schichten brauchen. Mal gucken, ich habe ja sehr dichte und viele Augenbrauen und vor allem auch lange Augenbrauenhaare. Guckt einfach so ein bisschen, spürt mit euren eigenen Fingern, ob ihr noch eine Schicht braucht oder nicht. Wenn ihr zufrieden seid, können wir zum nächsten Schritt übergehen. Und zwar müssen wir jetzt erstmal die kompletten Augenbrauen abpudern, damit das auch wirklich richtig schön fixiert ist. Ich würde euch dafür ein loses Puder empfehlen, da man die am besten mit einem Schwamm richtig schön reinpressen kann in die Augenbrauen. Ihr könnt aber theoretisch eigentlich jedes Puder benutzen, was ihr irgendwie zu Hause rumliegen habt. Sieht jetzt erstmal wieder ultra ulkig aus, aber nachdem ihr das eingepresst habt in eure Augenbrauen und so ein bisschen habt setten lassen, könnt ihr es mit einem fluffigen Pinsel versuchen wegzuwischen, zumindest so viel, wie ihr irgendwie wegwischen könnt. Und jetzt geht es an das Abdecken mit Farbe. Wenn ihr sehr dunkle Augenbrauen habt, kann es sehr hilfreich sein, nochmal eine Farbkorrektur durchzuführen. Da dunkle Augenbrauen mit den Härchen so ein bisschen bläulich-lila-mäßig durchschimmern können durch die Schicht Foundation, die drüber kommt. Und die richtige Farbe für die Farbkorrektur ist so ein Orange, Peach, Rosa, alles sowas in die Richtung. Und das tragt ihr einfach großzügig mit dem Finger auf die Augenbrauen auf. Bis zu dem Punkt sieht es erstmal ultra beklopft aus, ich weiß, aber jetzt geht's auch drüber mit der Foundation, um dann wirklich abzudecken und eure Hautfarbe zu erreichen. Nehmt dafür einfach die hochdeckendste Foundation, die ihr habt, oder möglicherweise auch einen Concealer, falls ihr nur leicht deckende Foundations oder so Glowy Foundations habt. Eine matte Foundation, wirklich mit sehr hoher Deckkraft, bietet sich da am meisten an. Oder wie gesagt, ein High Coverage Concealer. Ich für meinen Teil habe das jetzt so gemacht, dass ich begonnen habe mit einer Foundation, dann mit einem High Coverage Concealer nochmal einzelne Stellen abgedeckt, die nicht ganz so viel Deckkraft bekommen haben, wie sie eigentlich gebraucht hätten. Und am Ende bin ich nochmal mit einer Puder Foundation drüber gegangen, zum einen um sicherzustellen, dass die Foundation und der Concealer nicht verrutschen, aber zum anderen auch, um einfach nochmal ein bisschen mehr Farbe zu geben. Ja, und damit habt ihr eigentlich wunderschön abgedeckte Augenbrauen für was auch immer einen Look, den ihr damit schminken wollt. Entweder ballert ihr da jetzt noch Lidschatten drüber oder was weiß ich, benutzt das, wofür ihr das auch immer benutzen wollt. Ich hoffe sehr, dass dieses Video hilfreich für euch war. Falls das so ist, lasst dem gerne einen Daumen nach oben da. Falls euch generell Tipps rund um Special Effect Make-up interessieren, abonniert gerne hier unten rechts meinen Kanal. Der komplette September wird sich genau diesem Thema widmen. Außerdem verlinke ich euch hier oben rechts noch eins meiner Videos, sodass ihr auch jetzt sofort weiterschauen könnt. Ich hoffe sehr, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!